Hi Kurt, schön dich zu sehen. Hi Kurt, schön dich zu sehen. Ja, wir sitzen ja nebeneinander, oder? So praktisch. Normalerweise tun wir das nicht, ne, ihr Lieben, aber jetzt heute wieder. Das heißt, könnte sein, ich gucke öfter ihn an und nicht euch. Das stimmt. Ja. Hi Florian. Hi. Aber ganz kurz, bevor wir anfangen, ratet mal, wo wir sind. Hast du eine Idee? Ja. Richtig, der aufmerksame Beobachter hat schon gesehen, wo wir sind. Wir sind nämlich noch frisch auf dem Safe Summit. Und da wollten wir auf jeden Fall die Reihe, die wir machen, ist ja Neues aus dem Safe-Universum. Und wo wird wohl Neues aus dem Safe-Universum unter anderem kommuniziert? Auf dem Safe Summit. Wir sind in Berlin dieses Jahr in Deutschland, der Safe Summit, der europäische. Stimmt. Und da hatten wir heute Morgen das Glück, das Vergnügen, die neue Keynote von Andrew Sales zu hören. Und da ging es auch darum, nicht nur was ist neu, sondern auch was wird noch neu sein. Und der Enro ist doch jetzt der neue Chief Methodologist. Methodologist, ja. Ja. Also Achtung, Nachwuchs. Naja, also Cliffhanger, wir gucken mal rein. Ich share mal den Bildschirm, Ja, oder? Mal gucken, ob ich das machen hinkriege. Share wir. Können Bildschirm. wir. Und dann machen wir Wie das viele Ding hier, Berater braucht man, um den um Screen meinen zu sharen? Bildschirm zu sharen. Jetzt machen wir das mal alles weg. Und jetzt seht ihr da, guck mal, für die, die den noch nicht kennen, das ist der neue Dean Levingwell. Naja, also das ist Andrew, oder? Ja, das Endo Sales und da im Hintergrund sieht man schon so ein bisschen die Evolution von Safe, einmal von dem Big Picture 1.0, was ja eigentlich nur in diesem Buch von dem Leffingwell drin war. Und dann quasi diese ganze Orgie, wo es dann auf einmal vier Level Safe war mit LSI und Safe 4.0 und Genau. wieder dieses ein bisschen eingeschränkt 5.0 seit Anfang letzten Jahres 6.0. Und dann kommt daneben dieser Pfeil mit Safe Next. Ja. Und das ist ja schon das Spannende. Das ist auch das, warum wir uns eigentlich jetzt hier zusammentreffen. Weil wir wollen ja eigentlich gar nicht erzählen, was alt war, sondern was neu ist und neu sein wird. Genau, das war ja nur für alle die, die nochmal gucken wollen, ob sie SPC sind. Weil wenn sie die Prüfung bestanden haben, sollten sie die Slide schon mal gesehen Ja, haben, oder? stimmt. Das war der Wiedererkennungswert, oder? Genauso. Und jetzt, seht ihr, es wird neu. Alles viel runter. Ja, und neu, ne, kann ich mir sagen, okay, was kommt denn jetzt wirklich übermorgen, sondern schön eingeteilt in was ist eigentlich schon da, was wurde heute released, auch heute Morgen, dann live geschaltet auf der Big Picture, auf der Safe-Seite, was kommt bald, ne, also im nächsten PI Ja. und was kommt next? Und da gehen wir mal ganz kurz drauf und schauen, was sind denn so die einzelnen Punkte? Das finde ich super gut. Vielleicht bevor wir das tun, könnten wir ja noch ein Menti machen und nochmal fragen, welcher von den drei Sachen welcher Investment Horizon ist, oder? Ja, Ja, sehr schön. gut. Alles gut. Oder was mehr Spaß macht mit einem Skateboard? Nein, mach weiter. Na, wir gucken mal. Guck mal, und das geht auseinander. Ja. Didaktisch haben wir das jetzt total gut Das sind aufbereitet. Maschinen, ja. Ja, now, guck. Wir haben sogar sicherheitshalber nochmal Now dran geschrieben, damit wir es selber finden. Und was finden wir bei Now? Naja, was wird man finden? Einen Artikel? Ja. Genau, und die Artikel findet man immer, die recent Blogposts, die findet man immer, wenn man auf dem Big Picture Und einfach runterscrollt, da stimmt. findet ihr das jetzt auch schon draußen. Ja. Und könnt quasi draufklicken. Und da ist einfach mal zusammengefasst, welche neuen Artikel wurden jetzt hochgeladen. Also in diesem Blogpost, das ist ja immer dieser Willkommens-Blogpost zu den neuen Guidance-Artikeln. Genau. Und hier, wenn man runterscrollt, ist ja kein Touchscreen, ich kann nicht scrollen, mach du mal. Genau, das erste ist Update zu Safe und AI, neue Guidance drumherum. Und da ist der erste Artikel, der eigentlich neu rausgekommen ist, ist das Thema Responsible AI, also nochmal deutlich tiefer gelegte Guidance, war auch in unserem letzten Video schon das ein oder andere drin. Absolut, da sind wir ja schon drauf eingegangen, ne? Genau. Und Aber letztes Mal in Videoform und jetzt ist es letztes Mal, verschriftlicht noch richtig. stärker. Und ich hatte sogar heute einen Vortrag hier, wo es um Augmented Workforce ging. Ja? Also eine AI zu benutzen, um die Leute aufzupimpen. Das heißt, für alle die ja eine Mitgliedschaft, ein Membership haben mit in dem Safe Studio, die können das natürlich alles bald auch anschauen. Die ganzen Vorträge, auch den Vortrag von Kurt könnt ihr euch dann anschauen. Genau. Was gibt's noch? Was gibt es noch? Lass uns gucken. Measure Safe Success. Das kennen wir doch, oder? Das ist da Genau, links. die linke Seite kennen wir. Das ist quasi alter Tobak. Ja. Das war immer ein bisschen von der Technik getrieben. Ne? Wenn man guckt, so Time to Market, Produktivität, Quality, Engagement, das war Okay. immer ein bisschen so aus der Technik getrieben. Und da ist quasi jetzt gibt es neue Guidance, neue Workshop-Reihe und auch so, um das zu übersetzen in Business Benefits. Okay, also wir haben gar keinen Time-to-Market-getriebenen Markt mehr, sondern wir wollen einfach nur noch mehr Geld verdienen, wir wollen
weniger Kosten haben. Das macht nachher einen Deckungsbeitrag 1, oder? Das kriegen die Aktionäre ja. alles mit. Und das ist natürlich so einfach ist das nicht, sondern es wird so ein bisschen aufgefächert. Wie zahlen eigentlich diese tollen Sachen auf der linken Seite auf die So. rechte Seite ein? Also nicht ersetzen, sondern ach, jetzt Ja. habe ich es auch verstanden. Ja. Danke für die Hilfe. Also man braucht immer zwei Consultants, damit man die richtige Antwort findet. Liegt immer mittendrin, oder? Deswegen machen wir das ja auch. Vielen Dank, lieber Florian. You're welcome. So, dann gucken wir mal, was noch gibt. Also das Also mit. natürlich die Artikel lesen, ne? Machen wir jetzt nicht. Nee, machen Das wir ist ja nicht. Nein, eure nein, nee, Aufgabe. wir interpretieren die Bilder. Ja. Sprechen mehr wie 1000 Worte, das sind weniger wie 1000 Worte, also nichts wie los auf die Bilder. Was ist da So, noch? operating value streams at a very large scale. Das ist Die spannend. Tiefe, man hat uns beide einatmen gehört, gell? Naja, Vor lauter Schönheit, ne? Luft, erstmal Luft einatmen, damit man jetzt loslegen kann. Machen wir mal. Ja. Da geht es so, ich habe mir auch den Vortrag von Harry angeschaut. Sehr gut. Da geht es so ein bisschen drum, die Last Solution, das Last Solution Level ist ja nicht verwaist, gab es auch ein bisschen Updates in den letzten mit 6.0, aber ist ja trotzdem noch roh. Ne? Und jetzt mit diesen neuen Modellen hier, mit den Nested Value Streams und dem Value Stream Network, geht da ein bisschen mehr Guidance drum. Und das Ziel ist eigentlich, das zum einen ein bisschen zu entschlacken und modularer aufzubauen, dass man eigentlich sagt, dieses Last Solution Konstrukt, so wie es aktuell dargestellt ist, ob das in Zukunft noch da ist. Glaube ich nicht. Das wird sich deutlich verändern, vereinfachen und eher modularer dann zur Verfügung stehen. Und da dann halt, wenn man das nested ist quasi, wenn man mit vielen tausend Menschen wirklich eine Solution ausliefert, die auch nur in dieser Gesamtheit am Markt vorhanden ist, dann ist nested. Und dieses Value Stream Network geht eigentlich darum, naja, jede von diesen einzelnen Value Streams liefert Wert, kann auch verkauft werden und zusammen hat man halt quasi noch einen Additional Benefit. Ich finde das jetzt wieder einen unheimlich schönen Move von der SAI, weil dieses Thema Value Stream Network, das gab es schon in der 5.1, als Mick Kirsten das erste Mal gekommen ist, die Absolut. ersten Slides vorne, stand da nicht Value Stream, stand Value Stream Network. Und wir haben uns immer gefragt, was für ein Network jetzt? Ja. Wir kennen ja nur Value Streams. Und Mick Kirsten war jetzt auch wieder hier und hat natürlich auch wieder sehr schön an den Keynotes teilgenommen. Und ich finde das Bild da unten extrem interessant. Aus vielerlei Gründen, weil bei mir sorgt das für eine ganz interessante Assoziation, nämlich ich mache ja viel Produktion in letzter Zeit oder versuche mal Richtung Produktion zu gehen. Und was man da unten sieht, ist, wie heißt das? Unboxing heißt das neumodern in der Produktion. Und das Stichwort ruhig mal eingeben und nebendran vielleicht Tesla und dann mal gucken, was sie gerade treiben. Ja, das ist total interessant. Sehr gut. Da habe ich auch gleich einen Diamant noch, weil ich war in einem Vortrag von Harry, was wir immer schon gemacht haben, was zum ersten Mal gesagt wurde, also live on stage. Was macht man, wenn man nur drei Teams zum Beispiel hat? Macht man dann Art? Ah, und was hat er gesagt? Nee, macht man natürlich nicht. Na, siehst Dann du? bearbeitet man diesen Value Stream und diese Solution eben mit drei Teams. Ich. Und man macht keinen Art. Das ist das erste Mal, dass die SAI das quasi laut Und sagt. guck mal, und wie lange sagen wir das schon? Du, ich glaube 100 Jahre. Hört uns weiter zu. Also, scroll mal runter. Warte, wir gehen nochmal nach links, Nach damit wir links. Ist da links noch was? damit wir hier noch einmal. Damit Da, war, da ist, das war jetzt, wir haben jetzt über Dings geredet. genau, wir haben jetzt Über über was war Now das? Über gesprochen. Das sind Now. alles Sachen, die wurden heute Hier. oder gestern released. Now, Also, ne? Hier. So ich habe mir jetzt die Die-Nummer. Timestamps nicht angeschaut. Also, die wurden jetzt frisch released. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Soon. Und da geht es darum, Look Out steht da auch, Look Out for New Articles. Das sind Sachen, die SAI arbeitet natürlich auch mit PIs. Ne? Natürlich. Und nächste Woche ist das nächste PI-Planning von SAI. Und da planen die die Sachen erst. Also deswegen Soon. Und dann wird das quasi in den nächsten 3 Monaten released oder während der 3 Monate. Und da waren ein paar Sachen. An eins erinnere ich mich noch, weil es einfach auch cool ist und weil ich auch mich sehr gefreut habe, dass Michael Brohme zumindest als Bild hier mit auf der Mainstage war in der Keynote. Und das ist ein neues, heißes Thema, ist weder neu noch neu und heiß, sondern es ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Das Thema, wie schafft man es, die mittlere Führungsebene, die Führungsebene in diesem Dual Operating Model zwischen Linienhierarchie und Value Stream Network sozusagen, wie schafft man es, sie Zu einzubinden? aktivieren. Was ist deren Job? Weil die sind wichtig. Und da hat zum Beispiel Michael sehr lange hat rausgearbeitet, was ist denn dieses Responsibility Wheel von einem agilen Manager? Und das wird im nächsten PI nochmal deutlich tiefer gelegt, da wird Guidance zu kommen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Weil ich glaube, wir haben alle gute Lösungen, schon alles viel gesehen im Feld sozusagen. Aber so eine richtige Guidance gibt es eigentlich nicht. Es ist immer so ein bisschen, it depends. Ja, das wird auch, denke ich, wird auch sehr spannend werden, weil es gibt ja auf dem Big Picture
Agile Manager gibt es da ja eher nicht. Ganz genau. Es gibt aber Business Owner und Business Owner sind ja dann oft Manager, nicht unbedingt Agile Manager, aber Manager. Und da wird es sicherlich sehr, sehr interessant sein, wie das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Responsibilities dann aussieht. Schön, ne? Ja, mal gucken, wer da wem was sagt. Und aber da wir ja die Artikel sehr früh lesen und schon so die ersten Hinweise haben, bleibt einfach in der Leitung und beim nächsten Mal, übernächsten Mal werden wir euch mal was erzählen über was. Oder wir laden den Michael einfach ein. Das ist O-Ton, eine oder? sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Und er spricht sogar Deutsch. Ja, genau, deswegen bleibt ganz Und einfach. Der freut sich. wir waren ja Montag schon hier mit dem SBCT-Tag, dann jetzt Dienstag, Mittwoch Konferenz. Das heißt, es waren schon sehr viele Informationen, zumindest für mich, ne? Für dich bestimmt auch. Und wenn man jetzt deswegen, da gibt es noch mehr was suchen, Enter. aber ich habe es vergessen. Also da waren noch spannende Sachen drin, Du hast vergessen. die sind da hinter der Karte irgendwo. Ja. Ja, aber wir wollen euch ja auch nicht zutexten. Deswegen, guck mal, dann, das war ja Zoom und dann ist natürlich die Frage, okay, aber was kommt denn danach? Was ist denn so dieses unter dem Stichwort Safe Next? Und da war vor der Keynote von Andrew Sales war Gene Kim auf der Bühne, Ah, hat logisch. eigentlich sein neues Buch vorgestellt, Wiring the Winning Organization, sehr cooles Buch. Und eine, der stellte drei Prinzipien vor, eins davon ist Simplification. Ach. Und Simplification ist mit Blick auf Safe Next eins der Leitmotive. Ist noch ein bisschen hin bis Safe Next, aber trotzdem wird das so ein bisschen das Leitmotiv sein, denn wenn man das Big Picture anschaut, ich bin vor 12 Jahren in Liebe gefallen mit diesem Big Picture, kann man aber nicht sagen, dass das simpel ist. Ich weiß nicht. Nee, Deswegen ist das. du möchtest das jetzt gerne Nee, mal ich will sehen, das nicht oder? sehen. Ich will das nicht sehen, aber ihr kennt das alle, ihr habt das vor eurem Auge, ihr habt das wahrscheinlich am Rücken tätowiert, so Ja, wie jeder genau. gute SBC. Und einfach ist das aber nicht. Ja, nee. Und da ist natürlich die Überlegung, wie schafft man das zu vereinfachen? Und da hat der Andrew, der hat so ein bisschen einen Sketch mitgebracht. Das ist definitiv nicht final. Da werden wir alle noch schön dran arbeiten. Aber vielleicht machst du es. Soll ich den Sketch zeigen? Weiß ich nicht. Also lasst euch nicht leiten jetzt von der Wirkung des Sketches, weil man könnte Assoziationen haben. Wir zeigen euch das mal. Guck Also mal. hier so schnell runtergesketcht von Andrew Sales, was er sich so vorstellen könnte. Und was sieht man? Naja, man sieht, zwei Sachen sind weiterhin extrem wichtig. Das eine ist der Kunde und der Kunde will Lösungen geliefert haben. Und das ist hier auf der rechten Seite oben diese Produkte und die werden geliefert von Value Streams. Also als Zentrum, die bedienen sich aus Portfolio-Backlogs unter einer gemeinsamen Portfoliostrategie und dann natürlich werden instanziert oder umgesetzt, Aber das ist ja Leben gefüllt durch viel weiße Menschen Fläche, oder? und Agile Releases. Viel weiße Fläche. Ist ja genau, da können dann die Gedanken freien Raum haben. Ah, Die sehr Gedanken schön. Die fließen. Gedanken fließen. Ja, und das war wohl auch das, was er von uns wollte. Also, wir haben am SBCT-Tag, hat er uns ja auch explizit gefragt, wie wir das so sehen. Finde ich übrigens sehr schön. Die SAI fragt immer wieder ihre, ich sag mal, Leute im Feld, wie sie das so sehen. Und ja, statt dass wir jetzt noch eine Ebene mehr bekommen oder noch 5 Bilder auf das Big Picture reindonnern, ist es zumindest mal eine inspirierende Sicht. Und ich glaube, wir werden da neue Zugänge auch bekommen fürs Big Picture, für den Content, der dahinter steckt. Weil es sind natürlich immer mehr Artikel. Ne? Wir begrüßen ja immer welche. Wir haben übrigens noch nie welche verabschiedet. Vielleicht sollten wir das auch mal Ja, tun. aber hier wird ja viel Ja, verabschiedet. hier Ne? wird viel Da wird verabschiedet. verabschiedet. Und was ich cool finde auch, hier, das Bild ist ja hier mit der Überschrift This requires a strong foundation. Und Andrew meinte, wenn er so in sich geht und drüber nachdenkt, was ist denn so für ihn, was ist für ihn so die Foundation? Dann hat er eigentlich diese drei Sachen unten links, könnt ihr fast lesen, System Thinking, dieses Thema Organizer One Value, Deming. Deming, das als wichtigen Aspekt. Wir hatten eben schon das Thema Leadership und auch Manager, Agile Manager, das Thema Lean Agile Leadership. Und dann last but not least, und das freut mich besonders, das Thema Respect for People. Weil die SAI ja auch sehr viel, jeder, aber auch die SAI, gerade sehr viel mit der AI macht, also mit künstlicher Ja, Intelligenz. gut. Und dann aber hier sehr prägnant eigentlich das Thema Mensch und Respect for People in den Ja, Mittelpunkt ja, stellt. ja. Ja, Safe Next, ich ich würde finde. sagen, Safe Next, oder? Ja. Mehr haben wir nicht, oder? Kommt noch was? Nee, das war's. Das war der Überblick. Guck mal. Da ist auch Ja, genug zu ist auch. tun. Ja. Und damit würde ich sagen, kannst du das Teilen stoppen. Ich glaube, da kommt auch eine ganze Menge im nächsten PI und in den Monaten danach. Ja. Viel Arbeit. Wenn ihr Feedback habt oder Impulse habt, gebt die gerne an uns. Wir geben ja noch weiterspielen Wasserträger Ja, sozusagen. genau. Der Überbringer der schlechten Ja. Nachricht. Kurt, waren schöne Tage hier mit dir. Hat Ja, mich mit dir auch. gefreut. Und an euch da draußen, lest die Artikel, gebt uns Feedback.
Habt Spaß mit der neuen Guidance, die da kommt und kommen wird. Und bis bald. Genau. Tschüss. Ciao.